Was macht man, wenn man nichts zu Hause zu essen hat, außer Resteln? Restel essen. So, heute gibt es wieder ein Restelessen. Wieder mal ist nicht wirklich viel im Kühlschrank. Ich habe noch Melanzani, Tomaten, Paprika, Zwiebel, so eingelegten Knoblauch, eingelegte Tomaten. Das ist noch so ein Hafer-Cuisine, wie auch immer das heißt. Und mit dem will ich heute irgendwie was machen. Die Zutaten, die ich dann im Endeffekt genommen habe, waren Tomaten, Kartoffeln, Melanzani, getrocknete Tomaten, dann dieser eingelegte Knoblauch, Hafercuisine, Zwiebel, ungesüßten Kakao und Mehl. Das waren mal meine Grundzutaten und dann habe ich daraus was gemacht. Als erstes habe ich die Vorspeise zubereitet, da habe ich mich für eine Tomatensuppe entschieden. Für das habe ich mal die Tomaten oben eingeritzt, also mit so einem Kreuz, und dann mit kochendem Wasser übergossen und ein paar Minuten stehen gelassen, weil sie sich die dann leichter schälen lassen. Dann habe ich eine Zwiebel geschnitten und da das Brett, wie man das sieht, ein bisschen verrutscht ist, habe ich dann ein nasses Tuch unterhalb hergelegt und dann verrutscht das Brett nicht mehr. Also super Tipp. Dann habe ich die Zwiebeln in Würfeln geschnitten und die Tomaten waren dann auch schon fertig zum Schälen. Und wie man da sieht, kann man die dann, nachdem sie in heißem Wasser eingelegt waren, super leicht schälen, also die Haut abziehen. Die habe ich dann gewürfelt, in einen Topf etwas Öl gegeben und dann erhitzt. Währenddessen habe ich 3 von den eingelegten Knoblauchzehen klein geschnitten und die dann in das heiße Öl gegeben mit den Zwiebeln, also zuerst den Zwiebeln, und das Ganze habe ich dann angedünstet und die Tomaten dazu gegeben. Dann noch ein Glas Wasser und etwas Suppenpulver und dann habe ich das Ganze bei mittlerer Hitze am Herd für ungefähr 20 Minuten köcheln lassen. Währenddessen habe ich noch eine harte Scheibe Brot angefunden. Ja, sie war sehr hart, wie man das sieht. Und die habe ich dann klein geschnitten und in zerlassener Butter angeröstet. Dann habe ich die Tomatensuppe vom Herd gegeben und noch etwas abkühlen lassen und danach dann in den Mixer gegeben und das Ganze gemixt mit einem Schluck, das war der Hafermilch. Und nach dem Mixen dann nochmal in den Topf geben und ein bisschen aufgeköchelt mit ein bisschen Zucker, weil das ist immer ganz gut bei Tomatensuppen oder auch Tomatensoßen, damit die ganze Säure etwas rausgenommen wird. Und dazu habe ich dann noch so einen italienischen Kräuter-Gewürzmix reingegeben. Dann war die Suppe auch schon fertig und ich habe diese Croutons, die ich angebraten habe, in die Suppe gegeben als Einlage und noch ein paar Kräuter drauf und fertig ist die Suppe. Für die Hauptspeise habe ich dann die Erdäpfel geschält und in Scheiben geschnitten. Dann habe ich im Food Processor oder in einem Mixer einen Löffel Nussmus gegeben. Ich habe da in dem Fall Mandelmus genommen. Dann diese Hafercuisine, Suppenbrühe und das sind Hefeflocken. Die muss man nicht dazugeben, aber die haben so einen leicht käsigen Geschmack. Das schmeckt dann ganz gut. Dann noch ein bisschen Salz. Wie komisch halte ich meinen Finger da eigentlich? Und dann noch Pfeffer. Das Ganze habe ich dann gemixt. Und danach habe ich eine feuerfeste Form genommen, in die habe ich etwas Öl gegeben und die Form damit ausgestrichen. Und dann die Kartoffeln in Reihen aufgelegt und immer wieder diese Soße, die ich vorgemixt habe, drüber gegeben. Und dann wieder eine Schicht Erdäpfel und dann wieder eine Schicht Soße. Und am Schluss habe ich dann die restliche Soße drüber gegossen. Und das Ganze habe ich dann bei 180 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen gegeben. Kurze Info aus dem Schnitt. Ich habe das Rezept dann nicht selbst erfunden. Ich verlinke euch das in der Infobox. Ich mache das meistens so, dass ich schaue, was ich für Restel habe und dann google ich Rezepte mit den Zutaten und dann lasse ich mich ein bisschen inspirieren und ab und zu finde ich dann wirklich Rezepte, wo ich die ganzen Zutaten zufällig daheim habe und dann koche ich was draus. Ja, so mache ich das meistens.
Da habe ich dann meine Melanzani in Scheiben geschnitten und zwei Teller hergerichtet. In einen habe ich etwas Mehl und Hafermilch gegeben, das Ganze dann verrührt. Und in den anderen habe ich Semmelbrösel gegeben mit etwas Paprikapulver, Salz, Pfeffer und wieder ein paar Hefeflocken. Das habe ich verrührt und darin habe ich dann meine Melanzani baniert. Also zuerst in der Milchmehlmischung und dann in den Semmelbröseln. Das habe ich dann auf ein Blech gelegt und mit etwas Öl beträufelt und für 8 Minuten zu dem Kartoffelgratin dazu in den Ofen, dann das Ganze umgedreht und nochmal 8 Minuten drinnen lassen. Und das war dann das fertige Hauptgericht. Und da habe ich noch, weil es ein bisschen zu eindeutig ausgeschaut hat, habe ich noch ein bisschen von der Tomatensuppe einfach nebenhin gegeben und ein paar Blätter Spinat. Als Nachspeise habe ich mich für einen Schokokuchen entschieden. Dazu habe ich 100 Gramm normales Mehl, ungefähr 100 Gramm Vollkornmehl, 20 Decker von dem ungesüßten Kakao und nochmal so 10 bis 15 Decker, 15 Gramm von dem gesüßten Kakao. Dazu noch 160 Gramm Zucker, ein bisschen Vanilleextrakt, ein halbes Backel Backpulver und das Ganze mal verrührt. Dann habe ich gesehen, dass die Schüssel ein bisschen zu klein war und habe sie in eine größere gegeben. Dann ein bisschen Öl und zwar 100 Milliliter, ich habe in dem Fall Olivenöl genommen, man kann aber natürlich auch ein geschmackloseres nehmen, dazu gegeben. Und noch 240 Milliliter Wasser. Das Ganze habe ich dann vermixt. Und dann eine Backform mit Butter ausgefettet und die ganze Masse hineingeleert. Ich habe dann da 30 Minuten eingestellt, auch wieder bei 180 Grad Ober- und Unterhitze. Allerdings habe ich es dann, glaube ich, schon nach 25 Minuten rausgegeben, weil meine Form etwas größer war. Dann habe ich noch ein Kokosjoghurt angerührt mit ein bisschen Vanilleextrakt und Honig, weil ich von dem auch noch ein bisschen was übrig hatte. Und dann habe ich das Ganze auch schon angerichtet. Da sage ich irgendwas wie Nam Nam Nam. Und da habe ich das Kokosjoghurt. Dann habe ich noch ein paar Himbeeren aufgetaut und dazugegeben und Honig drüber. Und das war's dann. Und so hat es dann ausgeschaut. Es geht ans Kosten. Basilikum wäre sicher noch cool gewesen. Ich bin auf das Gratin gespannt. Es ist so gut. Mein Melanzani ist sowieso mein derzeitiges Lieblingsgemüse. Lieblingsgemüse 2020. Mit Vollmond spricht man nicht. Zum grünen Abschluss. Ist das geil oder ist das geil? Mahlzeit. Boah, er ist richtig fluffig. Delicious. Ich habe wieder was aus Resteln geschafft zum Kochen, was relativ ansehnlich ist, finde ich, und echt gut schmeckt. Und falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben geben und vielleicht auch noch kochen oder selbst was mit Resten kochen. Mahlzeit! Tschüss!